Verzeihung, meine Herren. Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdankt ihr dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Ich bin Arsch hinter der Wand. Na los, Vito, mach sie weg! Pass auf, sie schießen von oben! Komm raus! Kommt her, ihr kleinen Wichser! Volltreff. Los, Vito, wir rücken nach! Schnapp dir den Kerl auf der Schelle! Oben im Fenster! Halt dich nicht lange mit ihm auf, Vito! Wir müssen hochkriegen! Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China dran. So, geht! Kratz ab, du Stück Scheiße! Pass auf, da kommen noch mehr! Ich hab mich von hinten an. Großer Pfeiler aus! Hey, Vito, ja, du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Keine Angst. Na, wie schmeckt dir das, hä? Scheiße, da kommen immer mehr von den Wichser. Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge Kugeln. Was? Schmeckt dir das, hä? Aus, es gibt Deckung! So, Rico, leg sie alle bis auf den letzten Mann.
Kein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Perfekt. Schleichen wir uns da durch. Gib mir Deckung, Vito! Ich möchte dich zum Feind haben! Mann, du schießt ja beschissen! Bin stolz auf mich! Aufzug sind noch mehr von denen. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Der Letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen.
Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Vito, komm her. Ah, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Der Kerl ist ausgerastet. Schalte ihn aus. Alter, gib mir Deckung. Kollege am Boden. Ich möchte sie zum Feind haben. Alles klar. Bin wieder da. Kette ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Verstanden. Listen, it's 10 o'clock. Come on, baby, it's time to rock. I'm so happy. Okay, wir haben sie abgehängt. Komm ich nach Hause, Vito. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. We're sorry to have to cut into our regular rock and roll programming, but we bring you news of a massive shootout in progress at the Red Dragon restaurant in Chinatown. Now, police are on the scene, but shots continue to be fired from inside the Red Dragon restaurant. The streets in that corner of Chinatown are crowded with onlookers and patrons who fled the shootout. Now, police are still polling the crowd for information, kids, but witnesses appear either unwilling to cooperate or, in many cases, unable to we'll have more of the story as we get it. Rockin' Ricky Fox here getting back into some big-time rock and roll on ECNR, cause... Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen? Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tongs gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Yeah. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig.